Wenn ich diesen Olaf finde, kann er mir vielleicht sagen, wo Gorm ist. Eine Schaufel aus Gorms Lager. Von wegen. Hast du das Lager mal gesehen? Zerschlagene Kisten. Jemand kroch davon und hinterließ eine Blutspur. Helgi, gieß mir ein Horn von deinem guten Honigmet ein. Sei so gut. Ich hab Ale für dich, Out, aber keinen Met. Was? Wir hatten ein ganzes Fass? Gorm zerschlug es auf Olafs Kopf, gleich drüben im Lager. Bei Thors Hammer, mir reicht es hier. Schick mich nach Hause, Helgi. Bitte. Ich hörte, Gorm hätte Olaf ausgepeitscht. Ja, der Dummkopf hat ihn bestohlen, um mit den Skrellinger zu handeln. Also hat er ihn ins Lager gezerrt und verprügelt. Das erklärt das Durcheinander. Olaf hat mit Einheimischen gehandelt. Gut zu wissen, dass es hier noch andere Menschen gibt. Wenn ich Olaf finde, führt er mich vielleicht zu Gorm. Zumindest könnte ich einen Verbündeten gewinnen. Jemand knackte das Schloss und floh. Oder wurde weggeschleppt. Könnte eine Spur sein. Jemand brach hier durch, sorgte für ziemliche Unordnung. Vielleicht kam Olaf hier lang. Fußabdrücke. Vielleicht Olafs. Die Spur führt nach oben. Gut, dann kann ich mich umsehen. Solch einen Ort sah ich noch nie. Es ist so still. Nirgends ein Gebäude aus Stein. No wonder they're here gonna give a room with. Was siehst du? Diese beiden geben sich wie Anführer. Einen Versuch ist es wert. Seid gegrüßt, Freunde. Versteht, können wir uns verständigen? Oya, ganyatarake heronu, joknohoda tigade igarungwe. Spricht jemand von euch Nordisch? Oder Sächsisch? Zatsadegwat gigarungwe, yate tidewayanderi. Yate yungwe herize onanzi ni toditni guhra di hantos ne ga'a.
giga ozi daa wahuna daro ne gigarungwe tigade na nee. Das ist Zünen. Ihr Name bedeutet Einsicht. Janja dahawe giga zinue oya ganyatera keronu itres danu ahinasku ahoya dagenha toka ahuna darohage giga. Zünen, du hast uns Freunde gebracht. Diese Hütten, diese Kleidung. Bin ich noch in Midgard? In den alten Sagas sind Wasserfälle Orte der Macht. Giga oya ganyatera geheronu rodaska. Das ist eine Sprache, die ich kenne, aber die Worte klingen wirr. Satundega tiga, rojadatkum, satsetsant doga asqueni, toner, erda ancha dahawite negaa. Dann warf ich mein Auge in die Quelle! Das ist Weisheit. Klingt nach dem Gerede eines Seers. Wer bist du? Olaf bin ich, Olaf. Ich werde Olaf der Glücklose genannt, aber glaub das nicht. Und wo ist... Versprich, dass du es schnell tust. Was? Erstich mich nicht von hinten, Drinker. Wie Sigurd und der Drache. Bitte. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Ich suche nach Gorm. Du willst mich nicht töten? Heute nicht. Oh, dann bleib Gorm lieber fern. Er ist kein guter Mann, ganz und gar nicht. Was solltest du von solch einem furchtbaren Mann wollen? Steckst du deine Nase immer in anderer Leute Angelegenheiten? Nein, nein! Olaf unterhält sich nur. Olaf hat niemanden zum Reden. Ich habe mich versteckt, um zu warten und Rätsel zu ersinnen, die niemand hören will. Aber ich helfe dir bei deiner geheimnisvollen Aufgabe. Das werde ich, ja. Ich sah Kampfspuren in eurem Lager. Ist zwischen dir und Gorm etwas vorgefallen? Nicht der Rede wert. Er war nicht erfreut über meinen Tauschhandel mit den Dorfbewohnern hier. Er schlug mich, legte mich in Ketten. Ich entwischte, war frei. Doch nicht so glücklos, was? Ich lebe noch, ja. Ich lebe noch. Gut. Weise mir den Weg zu Gorm. Das geht nicht. Er ist fort. Weit fort in den Lagern dieser Wälder. Alle gut bewacht. Er könnte in jedem sein. Warum Lager? Siedelt er hier? Oder sucht er etwas? Er sucht, ja, ja. Immerzu sucht er. Und nie findet er, der fiese, fiese Backraut. Und wie finde ich diese Lager? Ich kann es dir zeigen. Komm doch, komm, komm. Olaf, würdest du mir etwas erzählen? Alles, was Olaf erzählen kann, wird Olaf seinem neuen großen Freund erzählen. Warum sollte Gorm in diese namenlose Wildnis übersetzen? Ein großes Wagnis für so trübe Aussichten. Gorm trägt eine Steinkugel bei sich, die spricht. Sie sagt ihm, wohin er geht und was er tun soll. Ein sprechender Stein? Es stimmt. Wenn der Alpenstein sagt, er soll suchen, dann sucht er. Er sagt Grab, dann gräbt er. Höchst seltsam. Wonach gräbt er denn? Dieses Geheimnis verrät er nicht. Doch meine Vermutung ist die beste. Er sucht die Tür nach Jötunheim. Da! Jenseits des Flusses! Eines von Gorms Lagern. So sehen alle aus. Alle. Sie sind gut bewacht, sagst du? Oh ja. Von großen Männern. Krieger, die jeden Fremden sofort angreifen. Jeden. Und sie sind gut bewaffnet. Nicht so wie du. Ausgerüstet wie ein Stallbursche.
Man braucht nicht viel, um zu töten. Aber scharfer Stahl hilft. Oh ja. Da hast du recht. Ich könnte bessere Waffen gebrauchen. Olaf wird helfen. Olaf sammelt Erz und Felle und tauscht sie gegen Kriegszeug. Erz und Felle? Und das finde ich da draußen? Ja, ja. Einiges im Wald. Viel mehr in Gorms Lagern. Tausche es dann mit den Leuten hier. So leicht wie ein Lächeln. Ja, ja. Ich verstehe ihre Sprache nicht. Kannst du für mich übersetzen? Nicht nötig, nein. Wir sprechen mit Zeichen. Geh einfach zu einem Händler und handle. Nimm das hier. Ein paar Waren für den Anfang. Ich danke dir, Olaf. Und bis ich es dir erlaube, sprich mit niemandem darüber, ja? Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich handeln. Er scheint Waren tauschen zu wollen.